Willkommen bei Sozial- und Fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Klassenspiele, die man in der Klasse spielen kann, auch sogenannte Lückenfüller. Das erste Spiel ist das Zauberrohr. Also ich werde pro Film ein Spiel quasi vorlesen aus meiner, also das ist quasi aus meiner Arbeitslektüre, die ich quasi auch täglich mal brauche. Für Schüler, aber auch meine Einzelfallhilfen und so weiter. Die Schüler stellen sich in zwei Reihen gegenüber. Die Schüler versuchen in der Gruppe ein leichtes Rohr, ein dünnes Plastikrohr aus dem Baumarkt zum Beispiel, welches verzaubert ist und immer an die Decke schweben will, auf den Boden zu legen. Grund für diese Geschichte: bei der späteren Übung drücken die Schüler nämlich unbewusst das Rohr nach oben. Also es schwebt im Endeffekt nicht komplett alleine, kann ja gar nicht, ohne irgendwas, aber dadurch, dass gut für Grundschulen ist das, dadurch, dass die Schüler denken, es schwebt, drücken sie es automatisch nach oben. Die Schüler halten dazu jeweils ihre beiden Zeigefinger nach vorn, indem sie jeweils Handrücken nach außen drehen. Das Rohr wird auf alle Zeigefinger aufgelegt. Also Zeigefinger ist der. Die Zeigefinger müssen bei jedem Schritt das Rohr berühren. Die Schüler sprechen sich ab und versuchen nun aus der stehenden Position das Rohr auf den Boden zu legen. Sie denken, es schwebt, aber dabei halten sich quasi fest und drücken jetzt automatisch nach oben, weil der Arm immer nach oben möchte. Die Variation dabei ist, es wird in mehreren Gruppen in einem Wettbewerb gespielt, zum Beispiel. Man kann quasi mehrere Gruppen machen und mal gucken, welche Gruppe A oder B gewinnt. Als Material ist ein Zauberrohr, leichte Kunststoffröhre, aber man kann auch von diesen Überzugsrollen, diese Papierrollen, da ist das so eine, diese länglichen, auch von diesen Tischrollen, diese Papprollen, die sind leicht und sind ungefähr so lang wie der Tisch hier. Und die kann man auch dafür benutzen. Hinweis: diese Übung kann auch unter dem Aspekt der Kommunikation gesehen werden. Also Übung der Kommunikation ist hiermit enthalten bei dem Spiel das Zauberrohr.